Ich fühle mich echt beschissen wegen Lea. Ich hätte sie nicht so leicht abfertigen sollen. Sorry, aber ich kann das nicht. Ich meine, Lea hat sich fast umgebracht wegen mir. Vielleicht sollten wir uns erstmal nicht mehr sehen. Hey Lea, deine Mama hat mich reingelassen. Was machst du denn hier? Ich wollte mal schauen, wie es dir geht. Ja, passt schon. Ach so, und danke für den Brief von der Klasse. Melanie hat den vorbeigebracht. Hast du dich gefreut? Ja, schon. Du sag mal, dieser Richter, hat er schon Verdacht? Was denn für ein Verdacht? Wegen der miesen Kommentare und Fotos? Nee, hat er noch nicht. Wieso fragst du überhaupt? Es sind doch echt Schweine, die sowas machen. Schweizer, das Telefon für dich. Auch wenn ich nicht wirklich verstehen kann, warum der hier noch anruft, aber okay. Ist noch was? Also, tschüss. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich echt voll den Dreck finde, was sie über dich gepostet haben. Ciao. Hallo? Hey, Lea, hier ist Jan. Du, ich habe gehört, was passiert ist. Wie geht's dir? Jan, ja, mir geht's gut. Aber wie geht's dir? Wo bist du und was machst du? Alles okay, Lea, danke. Du, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut. Und ich hoffe, dass der Richter dieses Arschloch findet, der das alles auf deine Pinnwand gepostet hat. Ach, passt schon. Sag mal, was machst denn du nächste Woche? Und haben deine Eltern schon den neuen Hund gekauft? Nein, nicht viel und nee, haben sie noch nicht. Lea, pass mal auf, ich muss weiter, okay? Wir hören uns, ja? Aber was wird da mit uns? God knows your lonely souls. Hallo, bist du Mike? Ja. Darf ich mich kurz zu dir setzen? Okay. Bist du oft hier zum Computerspielen? Ja, schon, aber sind die hinter ihm. Die sind fast immer da. Das sind die absoluten Computercracks. Die können alles. Die haben es voll drauf. Spielst du damit auf das Cybermobbing gegen Lea an? Weil ihr Passwort geknackt und damit dann die ganzen Gemeinheiten gepostet wurden? Nein, aber die können's halt. Hast du eine konkrete Idee, wer hinter dem Cybermobbing stecken könnte? Ich meine, du bist ja auch mit Lea befreundet, oder? Ja, schon. Ihr Ex, dieser Jan, der hat ja schon eine eigene Wohnung, ein Haus seiner Eltern. Und wenn er da nicht gerade mit irgendwelchen Verehrerinnen rummacht, ist er eigentlich den ganzen Tag online. Und du meinst, der Jan hat dann mit dem Passwort von Lea diese ganzen Kommentare und Fotos gepostet? Also, er ist auf jeden Fall immer online. Schauen Sie hier. Mike verdächtigt Leas Ex-Freund Jan hinter dem Cybermobbing zu stehen. Zwar hat Leas beste Freundin Michelle das schon ausgeschlossen, aber trotzdem werde ich dem Hinweis natürlich nachgehen. Aber wer weiß, vielleicht will Mike ja auch nur von sich selbst ablenken. Alexander Holt muss den Täter schnappen, bevor Lea eine weitere Verzweiflungstat begeht. Er schaltet die Polizei ein und hofft so, an die IP-Adresse zu gelangen, von der aus die gemeinen Kommentare an Leas Pinnwand gepostet wurden. Am nächsten Tag will sich der Richter dann Leas Ex-Freund Jan zur Brust nehmen, und zwar an der Schule. Doch schon auf dem Schulhof macht er eine interessante Entdeckung. Na, das ist ja mal eine echte Überraschung. Leas angeblich beste Freundin Michelle und Jan, der sich von Lea erst vorgestern getrennt hat. Nicht gerade die feine Art. Und ich frage mich jetzt so langsam, ob das alles nicht schon viel länger geht. Die besorgte Freundin, die nehme ich Michelle jedenfalls jetzt nicht mehr ab. Aber jetzt wird wenigstens klar, wieso sie so auffallend von Jan geschwärmt hat, als ich sie gestern auf ihn angesprochen habe. Ja, echt? Das ist so krass. Hallo, Herr Holt.
Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ja, klar. Ihr seid aus Leas Klasse, oder? Ja, genau. Und wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht. Lea tut uns nämlich total leid. Was sind das denn für Gedanken, die ihr euch da gemacht habt? Hm? Wollt ihr was loswerden? Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wer Lea so mobbt? Also, es geht um Michelle. Auf der ganzen Schule traut sich niemand, was gegen die zu sagen. Sie ist quasi die Königin hier, so wie Blair bei Gossip Girl, falls Sie das kennen. Habe ich mal gehört, ja. Auf jeden Fall ist die nicht so nett, wie sie tut. Die ist in Wahrheit voll oberflächlich und selbstverliebt. Und keiner kapiert, warum die ausgerechnet mit Lea befreundet ist. Ach, und deswegen glaubt er, dass Michelle hinter dem Mobbing steckt? Das habe ich nicht gesagt, aber Michelle war total sauer, als Lea mit Jan zusammengekommen ist. Ja, und jetzt ist sie mit Jan zusammen. Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, manchmal wird es sich eben lohnen, ein bisschen genauer hinzugucken, was rund um euch in echt passiert, als dauernd nur auf die Displays eurer Smartphones zu gucken. Mhm. Aber wenn ihr was Konkretes erfahrt, dann lasst mich bitte wissen. Ja? Okay. Okay. Oh my God, too many friends, too many people. Am liebsten würde ich gar nicht mehr in die Schule gehen. Die anderen wissen doch jetzt alles über mich. Ich bin voll das Opfer für die. Aber Lea, ich war in einem deiner Kurse. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Schüler überhaupt nicht gegen dich sind. Immerhin, deine Klasse hatte ja auch einen Brief geschrieben. Ja, schon. Deswegen sollte ich vielleicht jetzt auch nach oben gehen und meine Schulaufgaben machen. Michelle hat mir den ganzen aktuellen Stoff durchgegeben. Das ist voll viel. Ja, aber Respekt, Lea. Das zeigt doch, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Hm? Ich hoffe echt, Sie finden bald diese Arschlöcher, die meine Schwester das angetan haben. Schauen Sie mal hier. Hier schreibt einer, er findet es schade, dass Ihr Selbstmordversuch wirklich nicht geklappt hat. Das ist wirklich allerunterste Schublade. Aber wer weiß denn überhaupt vom Selbstmordversuch? Spätestens da ist doch klar, dass Mitschüler von Lea dahinter stecken müssen. Schauen Sie mal hier, hier werden immer andere Accounts genutzt. Zum Beispiel ein gewisser André. Das Foto und den Namen hier, den kennt einfach niemand. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass da immer ein und dieselbe Person dahinter steckt. Ich habe inzwischen auch die Polizei darauf angesetzt und die kümmern sich darum. Und die versuchen jetzt anhand der IP-Adressen herauszufinden, wer der oder die Täter sind. Aber das dauert natürlich und das ist auch nicht immer erfolgversprechend. Zum Beispiel, wenn der Täter einen öffentlich zugänglichen PC nutzt. Herr Holt, es muss einfach jemand aus Leas engstem Bekanntenkreis gewesen sein. Bestimmt hat Lea nur Jan von unserem Vater erzählt, von seiner Geschichte. Und entweder war es Jan selber oder er hat es halt weiter erzählt. Aber dem Arsch reicht wirklich alles zu. Sven, was hat's mit der Affäre von eurem Vater auf sich? Er hat eine Affäre mit einer Auszubildenden. Die war jetzt gerade mal 20 Jahre alt. Ja, aber was hat es mit Lea zu tun? Die haben alle gesagt, dass wenn unser Vater auf so junge Mädchen abfährt, dann macht er sich auch dementsprechend an Lea ran. Das ist natürlich schon wirklich übel. Und weil nur Jan davon gewusst hat, meinst du, dass er auch dahinter stecken muss? Ja, ich würde auf jeden Fall das sagen, dass er sich deswegen nur von ihr getrennt hat, um seinen Ruf zu bewahren oder zu schützen. Moment, aber das hieße doch, dass er Schluss gemacht hätte, weil sie gemobbt wurde. Oder er hat sie selber gemobbt, weil er, offensichtlich zu feige war, ihr ins Gesicht zu sagen, dass er sie nicht mehr liebt. Aber wieso sollte er dann jetzt weitermachen? Ich meine, jetzt ist er mit Michelle zusammen. Ich habe die beiden doch zusammen gesehen, die haben sich ganz innig geküsst. Michelle, diese Schlampe spielt weiter Leas Freundin und macht längst mit Jan rum? Na, also die kann noch was erleben. Nein, Moment. Jetzt machen wir mal überhaupt keine Dummheiten, Sven. Überlass mir die Angelegenheit, klar? Klar? Auf Dauer kann man Lea natürlich nicht davor schützen, dass sie das Mobbing im Internet mitbekommt. Im Moment hat sie ja versprochen, nicht auf diese soziale Netzwerkseite zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Denn diese neuen Nachrichten, die würden sie mit Sicherheit erneut in eine tiefe Krise stürzen. Das Schlimme am Cybermobbing ist ja, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, einen Menschen dort zu diffamieren und dass das Opfer dem Ganzen im Grunde hilflos und machtlos ausgeliefert ist. Damit Lea ihre Ruhe wiederfindet, ist es deswegen umso wichtiger, herauszufinden, wer in ihrem Fall dahinter steckt. Und ich werde jetzt als allererstes mal ihrer angeblich besten Freundin Michelle auf den Zahn fühlen. Alexander Holt versucht, Michelle anzurufen, kann aber nur ihre besorgte Mutter erreichen. Frau Derber weiß nicht, wo ihre Tochter ist. Sie war mit Michelle verabredet, aber die 16-Jährige ist nicht erschienen und auch auf dem Handy nicht erreichbar. Michelle ist verschwunden. Und ich befürchte fast, Sven könnte dahinter stecken. Immerhin weiß er, dass Michelle die neue Freundin von Jan ist.
und so viel Hass und Wut, wie er auf alle hat, die seiner Schwester Lea was angetan haben könnten, befürchte ich fast, dass er zu einer Kurzschlusshandlung in der Lage ist. Deswegen muss ich schnell mit ihm sprechen. Sven, ich verstehe gerade gar nicht, was ich hier unten soll. Ich dachte, Lea hat dich darum gebeten, mich mitzubringen, weil sie ihr Handy gerade nicht benutzen darf. Tja, sorry, aber meine Mom ist gerade oben und die lässt Lea nur ganz kurz raus, weil sie sich Sorgen macht. Und deswegen bin ich auf den Heizungskeller hier unten gekommen. Lea kommt sicherlich gleich nach, aber davor reden wir zwei unter vier Augen noch mal kurz. Was? Ja, okay, aber können wir dafür nicht rausgehen? Was willst du denn von mir? Lass es nicht denken, nachdem du meine Schwester fast in Selbstmord getrieben hast. Ich sag mal, spinnst du? Ich bin Leas beste Freundin, ich würde sowas niemals tun. Du wolltest Jan ganz alleine für dich haben und dafür wärst du sogar bei Leichen gegangen. Sven, das ist nicht wahr, bitte glaub mir. Ich weiß ganz genau, dass du und Jan was am Laufen hast, also verarsch mich nicht. Ja, okay, das gebe ich ja zu, aber Mann, deswegen mobb ich Lea doch nicht. Mann, im Gegenteil, ich habe ihr halt nichts von Jan und mir erzählt. Ich wollte sie halt nicht verletzen. Ich glaub dir einfach kein einziges Wort, aber ich will, dass du alles gestehst. Das Posten der Fotos, die Kommentare, das Einloggen, einfach wirklich alles. Mann, Sven, jetzt lass mich gehen, ich war das nicht. Ich hab dir gerade schon gesagt, lass dich erst dann gehen, wenn du hier gestanden hast. Ich werde gar nichts gestehen. Und wenn du mich jetzt nicht sofort gehen lässt, dann werde ich zu dem Richter gehen und ihm sagen, was du hier mit mir gemacht hast. Tja, und dann werden wir ja sehen, wie man glaubt, ne? Du bist echt das Allerletzte. Aber glaub mir, ich habe schon was richtig Lustiges für dich überlegt, dass du genauso leiden wirst wie Lea. Und dann wirst du genauso bloßgestellt auf Junior Friends wie Lea. Und dann wird auch Jan sowas von auf dich scheißen. Stell dich hin und sei leise. Was soll das denn? Sven! Sven, ich weiß, dass du da drin bist. Deine Mutter hat dich runtergegeben. Hilfe! Helfen Sie mir! Sven hat mich hier eingesperrt! Sven, mach jetzt auf! Und zwar sofort! Du machst uns alles noch viel schlimmer. Das wirst du noch bereuen! Ich werde dich anzeigen! Du bist doch nicht mehr ganz normal im Kopf. Herr Holz, Sie sind mein Zeuge. Wir können gleich gerne gemeinsam zur Polizei gehen. Aber dann klären wir dort auch direkt, dass du das Account von Lea geknackt hast und dass die ganzen Mobbing-Einträge von dir stammen. Ich war das nicht. Ich würde Lea niemals was tun. Sie ist doch meine beste Freundin. Ach so, und deswegen hast du auch den Freund ausgespannt, hm? Ich habe ihn ihr nicht ausgespannt. Jan und ich, wir haben uns einfach ineinander verliebt und Mann, wir hatten auch echt ein total schlechtes Gewissen wegen Lea. Aber deswegen haben wir auch ihr nichts gesagt. Wir wollten sie halt nicht verletzen. Aber sie muss irgendwie dahinter gekommen sein. Ach, wer soll dir denn bitte den Scheiß glauben? Ich muss ihnen sowieso noch was gestehen. Was denn noch? Ganz ehrlich, Lea hat das ganze Cybermobbing und den Selbstmord nur inszeniert. Na, sie wollte, dass Jan Mitleid bekommt und dann zu ihr zurückkommt. Ach, so ein Schwachsinn einfach nur, Mann. Selbst wenn das so sein sollte. Wieso hast du dann gestern, als ich bei euch in der Schule war, deinen Mitschüler Mike belastet? Das habe ich doch gar nicht. Ich habe nur ihre Frage beantwortet, wer vielleicht ein Problem mit Lea haben könnte. Ich kann auch verstehen, wenn sie mir das jetzt alles nicht glauben. Aber Lea hat mir sogar nach einer SMS geschrieben, bevor sie die Tabletten geschluckt hat. Aber ich habe es leider überhaupt nicht ernst genommen. Ich meine, sowas schreibt man ja mal, wenn es einem schlecht geht, oder? Was stand denn in der SMS? Dass sie nicht mehr kann und dass es für sie nur noch eins zu tun gibt. Darf ich jetzt bitte gehen? Meine Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen um mich. Nein, mit deiner Mutter habe ich telefoniert, die weiß Bescheid. Aber du solltest dir erst mal überlegen, ob du wirklich den Sven anzeigen willst. Versetz dich doch mal in seine Lage. Dem geht es nur um das Wohl seiner Schwester. Na gut, aber nur weil Lea meine beste Freundin ist. Oh Mann, Sven. Da hast du richtig Mist gebaut, aber so richtig. Ich weiß schon. Aber ganz ehrlich, Sie nehmen mir diese Scheiß-Story doch nicht ernsthaft ab, oder? Im Moment weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Nur, so viel ist klar, mit deinem Verhalten hast du es uns nicht wirklich leichter gemacht. So schnell, wie sie behauptet hat, will Michelle wohl doch nicht nach Hause. Mike! Hey! Na, auf dem Weg zu den anderen Computerfreaks? Wie geht's denn dir?
Okay, doofe Frage. Bestimmt geht's dir genauso scheiße wie mir wegen Lea. Und darum wollte ich auch mal gern mit dir sprechen. Ja, klar. Was kann ich denn tun? Ja, du kannst tatsächlich was tun. Und sorry, dass ich dich verdächtigt habe. Ach, schon gut. Also, was kann ich machen? Du kannst mir jetzt erstmal eine Cola ausgeben. Und dann reden wir, ja? Immer noch auf der Suche nach demjenigen, der Lea fast in den Selbstmord getrieben hat, sucht Alexander Holt das Gespräch mit Leas Ex-Freund Jan. Der Mädchenschwarm hat ein Motiv und könnte selbst hinter den Mobbing-Attacken stecken. Hast du dich von Lea getrennt, weil sie so gemobbt wurde? Ja, okay, Mann, das war schon nervig. Als sie so gemobbt wurde, war Lea dir da peinlich? Mann, verdammt ja. Und es ging nur noch darum, wie sie gedisst worden ist. Und ich stand da wie der letzte Depp, der mit der größten Loser in der Schule zusammen ist. Ganz schön egoistisch von dir, hm? Aber ging es nicht viel eher um Michelle? Ich habe euch beide zusammen gesehen. Herr Holt, bitte. Sie dürfen das auf keinen Fall Lea erzählen. Das hängt ganz von dir ab. Wie kam es denn dazu? Michelle eben, ich meine, das ist das angesagteste Mädchen in der Schule. Ich meine, jeder Typ ist scharf auf sie. Und sie hat sich komplett an mich rangeschmissen. Ich meine, da konnte ich nicht Nein sagen. Na klar. Aber wäre das nicht Grund genug, Lea im Internet so bloßzustellen, dass du sie los wirst? Auf keinen Fall. Schau mal, ich weiß von Leas Bruder Sven, dass auf dieser Internetseite einige Dinge gepostet waren, die sehr, sehr persönlich sind und die Lea nur dir erzählt hatte. Zum Beispiel bin ich überzeugt davon, dass Lea nicht mit der Affäre ihres Vaters hausieren gegangen ist. Ist ja klar, natürlich. Aber ich meine, das hat sie nur mir erzählt und ich musste das versprechen, keinem weiterzusagen. Und das habe ich auch nicht. Ich meine, da wäre ich der Größte. Jetzt ist es doch rausgerutscht. Wem gegenüber? Michelle. Und da bist du dir ganz sicher? Mhm. Alexander Holt? Mike? Ja klar komme ich vorbei, wenn es so dringend ist. Bis gleich. Und wir sprechen uns noch. Und bis dahin sollst du dir überlegen, ob es nicht besser wäre, die ganze Wahrheit zu sagen. Ah, hallo, Mike. Was gibt's denn so Dringendes? Hm? Sie wollten doch die Wahrheit wissen, oder? Über das Cybermobbing gegen Lea. Ja, klar. Was weißt denn du darüber? Ich war gestern bei Lea. Und da hat sie mir was gesagt. Ja, und was? Jetzt sag, was du weißt. Ah, ne, heiße Schokolade, bitte. Danke. Lea hat das alles selber inszeniert. Wegen Jan, um ihn zurückzugewinnen. Wie bitte? Lea hat dir erzählt, dass sie sich über Wochen selbst im Internet gemobbt hat und dann auch noch einen Selbstmordversuch begangen? Also selbst wenn, wieso sollte Lea das gerade dir erzählen? Damit ich endlich merke, dass ich keine Chance habe bei ihr. Sie hat das alles doch nur wegen Jan gemacht. Und der ist jetzt mit Michelle zusammen, die auch noch viel heißer ist als Lea. Und du hast dir das nicht alles nur ausgedacht, weil sie von dir nichts wissen will? Mike, jetzt sag bitte die Wahrheit. Was du da behauptest, das ist richtig heftig. Und deswegen will ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Wir werden wahrscheinlich nie dahinter kommen, wer hinter diesen Cybermobbing-Attacken steckt. Denn der oder die Täter, die haben sich ganz geschickt über immer wieder neue Accounts eingeloggt. Ja und? Lea kennt sich auch gut im Internet aus. Das mag ja sein. Aber glaubst du wirklich, dass die Lea eine lebensgefährliche Dosis an Schlaftabletten schluckt, nur um Jan zurückzugewinnen? Woher sollst du denn wissen, dass ihr Bruder rechtzeitig kommt? Mike, wenn dir Lea wirklich was bedeutet, dann überlegst du jetzt noch mal, was du da sagst. Ich gebe dir mal meine Karte. Ruf mich an, hm? Wenn dir einfällt, dass du doch noch irgendwas dran ändern willst. Ja? Also. Ja? Lea, schau mal. Der lag vor der Haustür. Ist vielleicht wieder ein Brief aus deiner Klasse. Danke. Wir lassen dich in Ruhe, wenn du das Mobbing auf dich selbst nimmst und der Richter aufhört, rumzuschnüffeln. Hallo? Lea, hier ist Alexander Holt. Können wir uns treffen? Ja, ich wollte Sie auch gerade anrufen. Ich muss mit Ihnen reden.
Ich mit dir auch, aber dann komm bitte in das Café, wo ihr euch immer trefft. Vertrau mir, es ist wichtig. Hey Mike, na? Ist fit fürs Kino? Sag mal, hat Holt hier geglaubt? Klar, aber willst du es nicht noch in Leas Namen posten, damit es auch jeder weiß? Ja, stimmt, hast recht. Darf ich deinen Laptop gerade mal benutzen? Dann schreib es mal schnell. Danke. Ich bin dann mal eben auf Toilette. Ja, klar. Hallo, Herr Holt. Ich muss Ihnen was gestehen. Das mit den ganzen Sachen, die habe ich gepostet. Ich wollte Aufmerksamkeit. Es tut mir total leid, dass Sie meinetwegen unnötig Ärger hatten. Aber Sie müssen nicht mehr nach den Leuten suchen. Ich war das. Was? Bitte, Lea? Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt lass sie doch bitte mal. Lea, bleib mal einen Moment hier. Ich bin gleich wieder bei dir. Michelle, alles in Ordnung bei dir? Nein. Mach das ruhig auf, damit es alle sehen können. Hey, ich war das nicht. Ehrlich. Das sieht jetzt echt nur so aus. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das gesehen und ich habe mich nur unter Leas Namen eingeloggt, weil ich habe das gelesen. Ich wollte sofort löschen, ehrlich. Das ist nicht wahr. Wirklich. Nicht schnell. Du bist das Allerletzte. Du bist jetzt ruhig. Lea, es tut mir leid, wie das alles gelaufen ist. Aber ich verspreche dir, das wird nie wieder vorkommen. Nicht in unserem Freundeskreis. Wir stehen hier alle hinter dir. Das schaffen wir. Der einzige Weg, Lea vor weiterem Mobbing zu schützen, war der, Michelle zu überführen. Dabei wäre es besser für Lea gewesen, sie hätte sich nicht so lange in dieses soziale Netzwerk vertieft und hätte sich früher helfen lassen. Überhaupt stelle ich das immer häufiger fest. Alle hängen nur noch über ihren Smartphones und kommunizieren mit ihren virtuellen Freunden auf der ganzen Welt und vergessen dabei ganz ihre echten Freunde direkt neben sich. Und so sind am Ende die virtuellen Freunde die Feinde der realen Freunde.